Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Lange, lange ist's her, Freunde. Wir haben uns ein bisschen die Zeit vertröstet mit Demon's Souls, dem Vorgänger, aber jetzt haben wir hier wieder Dark Souls am Start. Ich glaube, das Logo sieht auch ein bisschen anders aus wie früher, denn es ist modifiziert mit dem DLC, der erst kürzlich erschien, vor so ein paar Wochen, nämlich Artorias of the Abyss. Ja, was die Prepare to Die Edition natürlich schon ein bisschen länger aufzuweisen hatte, kommt nun auch für das Grundspiel für 12 Euro auf der PlayStation 3 und ja, keine Ahnung, wie viele Punkte das auf dem Xbox-Dingens ist. Auf jeden Fall sind wir nun da und legen los. Das ist das neue Wochenendprojekt. Jetzt werden euch manche vielleicht sich fragen, wie ich das jetzt machen möchte. Weil das Wochenendprojekt geht normalerweise nur so 20 Minuten pro Folge. Dark Souls hingegen eine Dreiviertelstunde. Wir treffen uns einfach in der Mitte und machen 30-minütige Folgen. Samstag und sonntags jeweils eine. Dann wäre noch die Frage ausstehend mit dem Charakter. Den guten John McLeod kennen wir. War mein Magier. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Doch, das war mein Magier. Der hat uns ja durch das Let's Play begleitet. Und Alessa habe ich erst hinterher gemacht und ein bisschen als Bonus euch gezeigt. Das ist meine etwas sehr träge und eigentlich gar nicht so gute Nahkämpferin. Ja, ich habe gewotet, ich habe zum Vote aufgerufen und ihr habt gewotet und ihr wollt die Nahkämpferin sehen. Ihr wollt mich so richtig leiden sehen, ich habe es schon verstanden. Ich werde aber dennoch auch irgendwie beides machen. Und zwar werde ich wahrscheinlich samstags Alessa spielen, sonntags John McLeod. Das hat auch den Vorteil, weil Alessa noch im normalen Spiel ist und John McLeod ist im New Game Plus. Dann können wir uns auch mal die Unterschiede angucken. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse und spannend. Und wenn es mal bei Alessa überhaupt nicht funktioniert, dann brauche ich mich nicht abzuragen und kann einfach mal den Charakter switchen. Aber keine Sorge, ich würde natürlich keinen Charakter jetzt außen vor lassen, nur weil es jetzt nicht besser läuft oder so. Also im Grunde habt ihr gleich zwei Let's Plays auf einmal, wobei ich werde natürlich vorrangig Alessa zeigen. Ja, und da hat sich schon wieder mein Bild kurz verabschiedet und das erinnert mich daran, dass ich mir noch eine neue TV-Karte holen wollte, ja. Gut, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit Alessa. Es ist absolut klein für mich. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt anfangen soll. Ich hoffe, es ist irgendwas Neues jetzt gleich am Anfang, damit ich einen Ansatz habe. Denn wenn nicht, dann sollte ich... Ach ja, ich habe mir ja den... ich habe mir ja diesen Stab geholt. Ich keks, ja. Wie konnte man das nochmal machen? Warte mal. Ja, Entschuldigung. So, ist das jetzt? Ja, das ist definitiv meine Nahkämpferin, aber ich wollte jetzt nicht mehr mit dem rumrennen, sondern mit... Oh Gott, was habe ich... Das ist schon so lange her. Ich habe es euch ja damals in dem Dingens gezeigt. Ich habe irgendeinen riesen fetten Hammer die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Ich weiß gar nicht mehr, ey. Wo sind sie denn, die ganz dicken Dinger? Da, gerade, nee, kurz... Astoras-Schwert, wo bleiben die dicken? Claymore plus 5. Ach ja, ich habe aus Spaß habe ich auch so ein paar Sachen auf plus 5 gemacht, um zu gucken, was dabei rauskommt. Ich bin wohl mit dem Drachen Großschwert rumgerannt. Ja, das würde zu mir passen. Aber so fett sieht das noch nicht mal aus, ne? Komm, hau mal zu damit. Oh je, und ja, da steckt eine Frau drin, wohlgemerkt. Gut, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Das heißt, ich weiß eigentlich, also das Einzige, was ich weiß, wo das Gebiet ist. Ich weiß nur nicht, wie ich da, ja, ich glaube, ich brauche ein Item oder so. Wo es das Item gibt, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt zufällig was Neues hier habe. Ich gucke eben mal durch. Ja, ihr merkt's, wenn ich sage, ich mache was blind, dann mache ich es wirklich blind. Und ich weigere mich dann auch, irgendwelche Reviews oder so durchzulesen, weil ich will das alles halt selbst kennenlernen. Selbst Trailer sind mir manchmal zu viel. Ja, da könnt ihr auch mal gucken, was ich noch so alles habe. Ja, das wird jetzt das Einzige sein, was ich mir jetzt angucken werde. Wie geht es zum DLC-Gebiet? Und dann legen wir auch gleich los. Bis gleich. Yo, da sind wir wieder. Und noch eine kleine Anmerkung. Ich bin verschnupft. Ihr hört es vielleicht. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Ich bin's wirklich. Aber ich glaube, man... erkennt mich noch, so schlimm ist es glaube ich noch nicht. Aber das hat mich ja noch nie aufgehalten zu spielen. Ganz im Gegenteil, da habe ich sogar mehr Zeit.
So, okay, ja, ich renne natürlich in das Gebiet, wo auch der DLC ist, allerdings werden wir da nicht sofort hinkommen. Es ist noch ein kleiner Weg, den wir da latschen müssen. Deswegen noch ein paar Infos für all die Leute, die sich das Spiel auch per DLC geholt haben. Wundert euch nicht, dass das Dingens nur 100 Kilobyte groß ist. Das ist ganz normal. Erinnert euch an den Patch 1.06. Der war nämlich 300 noch was Megabyte groß und da war bereits dieses Addon mit drin. Ja, diese 100 Kilobyte, die werden das einfach nur freischalten. Kann sein, dass es auf der Xbox irgendwie anders ist. Ich rede jetzt wie immer nur von der PlayStation 3 Fassung. Ja. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, damit wir in das neue Gebiet kommen. Deswegen laufe ich jetzt gerade hier hin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich mit meiner Nahkämpferin hier schon mal so ausgiebig war. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber wir werden es gleich rausfinden. Mensch, lange ist her. Ich habe das Spiel seit dem letzten Bonuspart nicht mehr angerührt. Klar, durch Demon's Souls ist man noch ein bisschen so, ne? Hat man noch so den gewissen Skill, aber es ist ein deutlicher Unterschied, weil wer bei mir Demon's Souls guckt, der weiß, da habe ich einen doch sehr agilen Magier, einen sehr schnell beweglichen. Und jetzt dieses träge Etwas da. Ja, ich weiß, ihr findet das auch nicht so tolle. Und ich weiß, dass diese agilen Nahkämpfer auch deutlich ja, wirkungsvoller sind. Ist mir alles bekannt. Aber naja, ich habe jetzt so ein kloppiges Teil angefangen und jetzt bringe ich es auch zu Ende. Und naja, das kann ja böse enden. So, wir müssen zur Hydra. Ich habe keine Ahnung, ob die schon tot ist. Mal gucken. Ich sehe mal keine, das ist gut. Ich habe aber keinen Bock auf die Kristallviecher, ganz ehrlich. Wird man an denen vorbeirennen, größtenteils. Und nur die, wo mir nachkommen, werde ich töten. Oh Mann, ich hoffe... Ich glaube, ich brauche da eine Person. Ich hoffe, ich habe die nicht umgebracht. Beziehungsweise, wenn ich sie umgebracht habe, hoffe ich, dass die irgendwie so ein kleines Sicherheit eingebaut haben. Das wäre jetzt natürlich übelst. Ich habe mir nämlich mit meiner Nahkämpferin gesagt, ich bringe alles und jeden um, der mir in die Quere kommt. Einfach so, weil ich es kann. Das wäre jetzt natürlich blöd, ey. So, ein bisschen Feuerkunst versteht die Gute natürlich auch. Das ist deutlich einfacher bei denen. Man kennt sie ja nur zu Genüge, aber ich kann ja auch mal draufrusen, der hat nicht mehr viel. Ah, finde ich geil, Leute. So. Ja, für all diejenigen, die sich fragen, was habe ich hier überhaupt an? So, sehe ich hier schon mal was? Oh je, ich sehe hier noch nichts. Naja, mal abwarten. Was habe ich überhaupt an? Das kann ich mal eben zeigen. Der Riesenhelm. Riesenrüstung plus 4. Steinsturm und Steigermaschen. Ja. Hier habe ich momentan den Ring der Gunst. Den darf man nicht ausziehen, sonst geht er kaputt. Wisst ihr vielleicht noch? Und das Ring des bösen Auge. Da ist ein kleiner TP-Absorb drin. Ja, das Drachengroßschwert ist einfach nur Aua. Ich glaube, viel mehr kann das Ding nicht. Oder? Man kann doch... Kann ich nochmal reingucken? So. Jo. Einfach nur Aua. Und ja, Feuer habt ihr ja eben gesehen. Hab's nicht wirklich geskillt. Flamme gerade mal auf plus 1. Alles klar. Bin auch ein bisschen auf Pfeil und Bogen, glaube ich, gegangen. Drachentöterpfeile habe ich im Visier gehabt, aber ich glaube... Ach nee, ich müsste den Bogen haben, aber dafür reicht, glaube ich, meine Drachlast nicht oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr. Na gut, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Gut, ja, hier ist normalerweise die Dame, mit der ich reden muss. Das wäre ganz wichtig. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich sie umgebracht habe oder nicht. Das wäre natürlich blöd. Weil dann wäre ich gezwungen, nur die Magierin zu spielen. Den Magier. Ich muss selber durchschneiden. Ach, nö, oder? Warte mal. Ich glaube, wenn man hier stand... Nee, Quatsch, hier war das nicht. Ja. Ich mach mal eine kurze Pause. Jo, da bin ich wieder. Wir laufen jetzt mal da hinten hin, wo sie eigentlich erscheinen müsste. Oh, ich hoffe, ich habe sie nicht gekillt, ey. Das würde mir so leid tun für euch. Ich könnte zwar hier das Game noch abschließen und dann auch mit ihm in New Game Plus, aber darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Zumal das würde ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Dann... Hä? Achso. Dann könnte ich die Woche euch noch gar nichts präsentieren. Das will ich auch nicht. Oha, da hinten ist aber was. Das habe ich bestimmt nicht liegen lassen. Nö, nö, nö. Schauen wir doch mal. Ah, ich glaube, ich verstehe, Leute. Wenn man
sie tötet, so wie es anscheinend in meinem Fall ist, dann liegt da vielleicht das Item, was wir brauchen. Nee, kann aber auch nicht sein. Ach, wir gucken jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geht es hier hinten auch zum DLC. Das ist das Einzige, was ich relativ weiß. Na ja, mal gucken. Was da jetzt für uns ist. Ich bin gespannt. Ja, wir bekommen ein altertümliches Set. Okay. Das muss... Okay, aber das muss schon neu sein, oder? Ich hätte das bestimmt nicht hier übersehen. Ein altertümliches Set. Das gucken wir jetzt uns jetzt einfach mal an. Das muss neu sein. Oder ich hab's total verpeilt. Ich weiß es nicht mehr. Wann dann? Nee, wo ist das altertümliche jetzt? Ach, das Ding hieß anders. Farisut? Nein. Krone der Dämmerung war es doch, oder? Mal schauen. Spezielle Zauberkrone, die Dusk der Prinzessin von Orlesi bei ihrer Geburt gewährt wurde. Genau, mit dieser Prinzessin, genau die Dame suchen wir nämlich gerade, mit der müssten wir eigentlich reden. Ihr Träger wird mit vielerlei Magie gesegnet, die Macht und Wirksamkeit seiner Zauber erhöht. Geil! Der durch Zauberangriffe erlittene Schaden steigt aber ebenfalls. Trotzdem geil. Das gefällt mir. Da freut sich schon mein Magier. Okay, was war der Rest? Mal schauen. Das ist natürlich eher was für meinen Magier, ist schon klar. Altertümliches Gewand. Ja, zeig her. Ein Gewand des alten versunkenen Landes oder Ziel aus elfenbeinfarbener Seide. Es weist aufwendige Stickereien auf und ist von alter Zauberkraft durchtränkt. Da es nicht für die Schlacht geschaffen ist, darf man von ihm keinen physischen Schutz erwarten. Okay. Wird beim Rest jetzt ähnlich aussehen. Coole Sache. Okay. Ja, bringt mir aber jetzt nichts. Gut, also normalerweise, Leute, normalerweise muss man natürlich, falls noch nicht geschehen, die Hydra killen. Dann hier, ich werde jetzt mal den Trick machen, wie sie eventuell erscheint. Vielleicht habe ich sie ja doch nicht getötet. An dieser Stelle ungefähr stehen, auslocken, einlocken, dann steht da normalerweise etwas vor euch, was ihr bekämpfen müsst, falls ihr das wohlgemerkt das erste Mal macht. Und dann erscheint sie. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann ist da ein Rufsymbol, womit ihr sie jederzeit rufen könnt. Vorausgesetzt, sie lebt natürlich. Und ja, wichtig ist einfach für den DLC, man muss einmal mit ihr reden. So, mal gucken, was passiert. Ja, das sieht schlecht aus. Ich werde sie wahrscheinlich echt umgebracht haben, ey. Shit. Okay, vielleicht geht's aber auch ohne das Gespräch, denn nach dem Gespräch muss man etwas holen gehen. Das ist aber am anderen Ende der Welt gerade, deswegen werde ich wahrscheinlich nochmal einen kurzen Cut einlegen. Oh, bis ich da rauskomme, ey. Das ist ja abartig. Vielleicht ist da um die Ecke noch was. Ich guck mal. Das sieht nicht danach aus. Ne, wir brauchen noch ein Item, ansonsten kommen wir nicht in das Gebiet. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und sage bis gleich. Yo, da sind wir nun im Herzog des Archivs, beziehungsweise kurz davor. Ja, hier müssen wir hin. Ein Gebiet, was ich ja überhaupt nicht so mag. Aber hier müsste sich gleich etwas ändern. Das müsste sich auch ändern, wenn man jetzt nicht mit der Dame gesprochen hätte. Das sollte euch jetzt schon auffallen. Na, sucht den Unterschied zur originalen Version. Ja, da ist was anders. So, kümmern wir uns erstmal um die kleinen Bracken hier. Oh, warum mache ich denen so wenig Schaden? Oder hat er geblockt? Hat er nur glücklich geblockt? Ich hoffe doch. Alter, mies bin ich denn? Da muss ich ja ewig draufkloppen. Oh Gott, bin ich schlecht. Ja, das kann ja was werden im DLC, Leute. Oh Gott. Muss ich auch schon fast hoffen, dass es nicht mehr geht, weil die Tusse tot ist. Nein, das wäre echt schade. Also, ich hätte nämlich gerne... Ich wäre gerne eurem Wunsch nachgekommen. Ich will mich da auch überhaupt nicht drücken. Aber dass die so wenig Schaden bekommen von meiner kloppigen Waffe, ey. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen sehr. Naja. Ich aufpassen, da hinten ist ja genau unser Freund. Den ich dutzend Male gemacht habe übrigens. Bei dem kriegt man diesen Dreizack. Wo ich vorhin so lustig getanzt bin, ist ja auch logisch, weil... Oh, ich bin gleich tot, schön. Ich soll vielleicht mal was zu mir nehmen. Zum Glück hat er gerade nicht getroffen, sonst hätte er mich vielleicht erledigt. So. Was für eine scheiß Waffe, ey. So, ja, da hinten dieser Kristalltyp, der ist natürlich neu. Ich würde mal sagen, den machen wir mit Feuer. Kristalle sind ja da immer irgendwie ein bisschen anfällig.
Yay, jetzt. Ist er sauber? Und tschüss. Das war's. Und er müsste mir jetzt... Jawohl, er hinterlässt mir was. Das bedeutet... Freifahrt zum DLC-Gebiet. Gott, was ich hier rumschleppe, ey. Ein zerstörter Anhänger, Leute. Den droppt er erst, wenn man eben mit ja, der Dame gesprochen hat. Oder eventuell, wenn man ihren Loot gesammelt hat. Dann kommt man dahin. Ich zeig's euch jetzt eben mal. Ich denke, ich bin hier gerade sicher, oder? Ach komm, ich schlürf lieber was. Ah, tut das gut. Also diese Prozedur werde ich euch jetzt auch mit meinem Magier auch nicht mehr zeigen. Das ist klar, ne? Ich zeige euch nur die spannenden Sachen. So, zerstörter Anhänger. Ja, zerstört. Ist das was zum Ausrüsten, oder? Ja, hier sind ja nur Ringe. Nee, 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 das muss ein Item sein. Schauen wir mal. Wo ist es dann? Ist es nicht mal im Inventar, oder? Ja, ist bestimmt ein Schlüssel-Item, oder? Wird Sinn machen. Nee. Doch, da ist es. Zerstörter Anhänger. Ein zerbrochener Steinanhänger. Stark verzaubert. Ja, dann zeig mal. Eine Hälfte eines zerbrochenen Steinanhängers. Die Rebe scheint aus Olasil zu stammen. Aha. Eine mächtige Magie entströmt diesen uralten Stein. Doch können die heutigen Menschen ihre Macht, die eine ausgeprägte Note von Ehrfurcht und Nostalgie in sich trägt, weder nutzen noch spüren. Erfolg. Und mit diesem Item dürfen wir jetzt noch einmal zurückschlappen. Wieder dahin, wo wir vorhin waren. Auch das werde ich euch nochmal rauskarten, denn ich würde in diesem ersten Part doch schon gern zumindest den Anfang des DLCs sehen. Ja, das wäre ganz nice. Von daher, Hebel ziehen, ab zum Leuchtfeuerchen und wir sehen uns gleich wieder im Wald. Jo, da sind wir wieder. Wieder im Wald, wir sind genau dahin, wo auch die Leiche lag von der guten Dame. Ich werde jetzt die Kristallviecher nicht machen, weil, ja, kein Bock. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Es war ja nämlich auch nur ein Teil von diesem Anhänger. Was ist, wenn man zwei Teile benötigt? So genau weiß ich das gar nicht. Auf jeden Fall ist es ja schon mal gut, so wie es ist. Naja. Ganz umsonst war es definitiv nicht, was wir bisher gemacht haben. Und jetzt wissen wir auch gleich, ob da jetzt was Neues ist oder eben auch nicht. Ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass sie das Spiel nicht, ja, dass jetzt die Tusse jetzt noch unbedingt hätte leben müssen. Das finde ich klasse. Denn wer hätte das halt vorher wissen können? Also bitte. Wenn ich da gerade in Mordslaune bin. In der richtigen Mordslaune. Naja. Ich werde übrigens, das also wir werden sie immer so machen, samstags, also wahrscheinlich werden wir es so machen, samstags Stida, sonntags dann den Magier. Dann werde ich euch auch die Unterschiede zeigen. Zum Beispiel das Gespräch kann ich ja mit ihr dann führen. Bei der Magierin, bei dem Magier. Mensch, immer diese Geschlechter. Und ja, also ihr werdet überhaupt nichts verpassen. So, und da ist tatsächlich was anders. Da hinten sehe ich schon was. Irgend so eine Mini-Nebelwand. Wunderbar. Wir haben anscheinend alles gemacht, was wir machen müssen. Und mit etwas Glück kommen wir jetzt in das neue DLC-Gebiet. Anvisieren kann ich dich aber nicht, ne? Könnte ja sein, dass es so ein schwarzes Loch als Gegner ist. Das wäre fies. Aber nein, ich kann es nicht anvisieren. Gehen wir mal dahin. Oh je, eine andere Sphäre. Wohin wird sie uns führen, Freunde? Das alles und noch viel mit... Nein, Quatsch. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen dran. Okay. Ja, eine riesige, hässliche Hand hat uns in den Mausoleumsgarten verschleppt. Aha. Das ist das neue Gebiet. Zumindest der Anfang davon. Oh je, Leute, es geht los. Ein Leuchtfeuer. Wir werden so schnell auch nicht mehr zurückkommen. Müssen wir auch nicht. Wir werden ja noch viel Spaß haben. So. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was kommt. Ich werde jetzt erstmal die Aushöhlung umkehren. Wir haben ja genug Menschlichkeit. So. Und nun...
Ach, entfachen, auf jeden Fall. Auch wenn wir noch 10 haben, aber das Ding ist ja nur 5. So, ich probiere es auch gleich nochmal zu entfachen, wer weiß, ob ich das schon gemacht habe. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, scheint es so gehen. Okay. Wunderbar. Weil wir haben genug, von daher. Und wer weiß, wenn jetzt gleich sonst irgendwas kommt, vielleicht komme ich an meine Menschlichkeit nicht mehr ran. Meinen Zählen sage ich am besten auch schon Ade. So, das erinnert natürlich schon an das Waldszenario. Und das wusste ich auch, dass ein Waldszenario kommt. Das hat man halt, das war das erste, was man in der Newsmeldung gelesen hat. Von dieser Meldung konnte selbst ich mich nicht drücken. Und hier ist auch schon die erste Nebelwand. Mit dem ersten Gegner, okay. Wow, was ist das für ein Ding? Eine richtig fette Chimäre, die anscheinend Blitzangriffe gerne macht. Jetzt heißt es erstmal, als sie rankommen. Hi, wie geht's? Okay, 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 okay. Cool, cool, cool. Ja, die ist zickig. Oh, und sie kann verdammt schnell ausweichen. Ich merke das schon. Okay, okay, okay. Beruhig dich. Jetzt lass mich mal. So. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer. Lass mich mal in Ruhe kurz. Oh, wow, wow. Was hast du denn alles drauf? Ah, jetzt geht das wieder los. Okay, okay, okay. Aber dem kann man ja relativ gut ausweichen. Ich muss jetzt meine Ausdauer ein bisschen recken lassen. So. Alter, jetzt fliegt er auch noch. Wie wild rum. Okay, okay, cool, cool, cool. Ja, wie geil das Ding aussieht. Wie geil. Okay, der Blitzschaden geht durch mein Schild. Das war ja zu erwarten. Ey. Das ist aber gut hier. Komm. Nein, nicht ausweichen. Böses Ding. Fieses Map-Map. Böser Löwe. Böser... Oder was auch immer noch da alles drinsteckt. Das ist ja abartig. Warte mal, wir können ja auch mal ein bisschen Magie probieren. Das wäre sicher auch von Vorteil. Da muss ich nicht so ganz nah ran. Alter, bist du drauf, ey. Ja klar, ja klar. Weich halt aus. Mach mich fertig. Okay, Feuer zieht auch ganz gut, aber ich muss aufpassen. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Alter. Bis halt keine Gnade kennt. Und unglaublich schnell ist. Oh, jetzt hat es mich auch noch vergiftet. Okay, okay. Meine Fresse. Das geht ja gut los. Gleich zum Anfang so ein fetter Gegner. Ich glaube, mein Magier wird es einfacher haben. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe es jetzt schon kommen, ey, Leute. Samstags immer voll die Fehlerrunde und sonntags dann... Naja, einen Spaziergang würde ich es nicht nennen. Schließlich ist sonntags dann das New Game Plus. Aber es wird so oder so grausam. Okay, gut. Schwierig. Es ist schwierig, an das Vieh überhaupt ranzukommen. Und ihr wisst, wie das ist. Ich spiele es blind. Ich muss jetzt erstmal dieses Angriffsmuster verstehen und analysieren. Aber ich muss einfach mehr das Vieh angreifen. So viel steht fest. So. Da kommt es fast hergetänzelt. Luftig, locker, leicht. Alter, wie nach... dieses Blitz wehtut. Das ist ja mies. Komm, anvisieren. Oh, wie es mich einfach wegstoßt, als wäre ich ja nichts. So, schön getroffen. Jawohl. Komm, bleib stehen. Wow, okay. Alles cool, alles cool. Ja, mein Schild ist wenigstens relativ zuverlässig. Aber mein Treffen nicht so wirklich. Ja, mach eine Sturzattacke, hab mich lieb. Bist ein tolles Tier. Fein hast du das gemacht. Kriegst kein Leckerli heute. Nein, nein, nein. Bam. Burn. Ob man dem Vieh auch den Oh, den kann man bestimmt auch den Schwanz abhacken, oder? Das ist doch so Dark Souls-typisch. Garantiert. Ich habe keine Magie mehr. Habe ich noch was anderes? Blitzschweiß, das wird es mir jetzt nicht bringen. Feuerbälle würden aber was bringen. Yay. Okay, komm. Nein, 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 nein. Mann, das zieht richtig böse rein. Die Feuerbälle sind natürlich ein bisschen schwächer. Ich sollte eigentlich auch meine Leiche holen. Ihr wisst, was da drin war. Vor allem die Menschlichkeit. Das ist... Das wird mir noch wehtun, wenn ich die verliere. Und wer weiß, vielleicht wird er nochmal stärker, wenn ich ihm erstmal einen gewissen Anteil abgezockt habe. Wer weiß. Aua! Au! Okay, das hat wehgetan. Gebe ich zu. Jetzt muss ich mich heilen. Ah, das... Da hat er mal kurz...
Okay. Da hat er mal kurz festgehangen. Das hat man gemerkt. Aber danach macht er auch immer diese fiese Giftattacke. So. Eben schon wieder. Alles cool, alles cool. Komm. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um dieses Gift zu kümmern. Aber klar, das ist ja auch ein Skorpionsschwanz. Ist klar, dass der vergiftet. Okay. Meine Magie ist somit, glaube ich, leer. Ich habe nichts mehr anderes. Zumindest nichts Sinnvolles. Au, okay. Okay, jetzt müssen wir den Rest mit dem Nahkampf schaffen, ansonsten haben wir ein Problem. Ich würde mich aber gerne mal heilen. Jetzt zum Beispiel. Ja, schlechtes Timing, wie immer. Sehr gut, John. Das hast du echt drauf. Oh, okay. Da sollte man nicht in der Nähe stehen, wenn er das macht. Nein, nein, nein. So, weg da. Ich muss jetzt an ihn ran. Ich muss an ihn irgendwie rankommen. Sonst endet das übel. Ah, komm, jetzt mal zuhauen hier. Oh, nochmal. Yes. So, und jetzt besser wieder aufpassen. Okay. Er ist schaffbar. Er ist definitiv schaffbar. Es bedarf nur ein bisschen mehr Übung. So, komm her. Nein, 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 nein. Komm, steh auf. Hau das Vieh zu Brei. Mach es kalt. Au, au, au. Aufpassen. Nicht leichtsinnig werden. Okay, nicht leichtsinnig werden, komm. So, schön die Ausdauer vorlaufen lassen und drauf jetzt. Komm. Es hat noch nicht mehr viel. Ah, natürlich werde ich leichtsinnig, wenn der nur noch so ein Fitzel hat. Komm, hau rein noch einmal. Yes, baby. Beim zweiten Mal. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Menschlichkeit bekommen. Puh, oh, ich liebe das. Wenn dieses Adrenalin in einem aufsteigt, das bekommt man echt nur noch bei Dark und Demon's Souls. So, Gift, Gift, Gift. Ich hoffe, lila Moosklumpen reicht da. Das wäre jetzt eh bald zu Ende gewesen, aber egal. Ja, Freunde, das war doch mal ein impulsiver Einstieg, möchte ich behaupten. Und wenn ich mich nicht ganz irre, haben wir die halbe Stunde voll. durch den Kampf ist sogar meine Nase fast frei geworden mittlerweile. Wow. Dark Souls macht gesund. Ja, gut, Freunde, ich würde sagen, was war denn das jetzt? Also, wir haben ja gerade episch und du stürzt da halb... Ach, egal. Na gut. Morgen dann... Ja... Soll ich jetzt echt... ja gut, ich werde morgen kurz mal die Magierin einspielen. Quasi das Nachspielen, wie der Kampf abläuft. Vor allem, wie die Unterhaltung abläuft. Dass man da überhaupt hinkommt. Falls die noch lebt. Und dann switchen wir eventuell auch nochmal gleich zum Nahkämpfer. Weil das ist ja eigentlich unsere Priorität hier. Das ist euer Wunsch. In diesem Sinne, ja, freut euch wieder drauf. Habe ich überhaupt schon den Titel gesagt? Wie dieses wunderschöne Spiel heißt? Ich glaube nicht. Mir ist auch gerade der Titel entfallen. Nee, Artorias of the Abyss. Artorias of the Abyss spielen wir hier. Und morgen geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.